liebe Beef Buddies, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Weiter geht's hier mit meiner vierten Session. Heute bin ich zu Gast beim lieben Torben im Landgasthof Westrich und wir zerlegen hier heute ein Kalb. Ja, Torben, vielen lieben Dank für deine Einladung heute. Da habe ich mich ja natürlich nicht lumpen lassen. Kalb fehlt ja noch in meiner Sammlung. Ja, eigentlich ungewöhnlich, ich sag mal, für einen Gastronom hier wirklich, der noch ganze Tiere hat, ne? Also finde ich richtig stark. Ist das hier Standard bei dir? Ja, erstmal schön, dass du da bist. Wir versuchen so viel wie möglich regional zu arbeiten und auch selber zu produzieren. Im Hintergrund bei uns haben wir noch einen Bauernhof, wo wir eigenes Gemüse, Obst und so weiter anbauen. Wow. Und wir haben halt auch eigene Tiere und dementsprechend lassen wir das immer in den Betrieb mit einfließen. Ja, und da jetzt wieder ein Schlachtdatum anstand, habe ich gedacht, das kannst du ja eigentlich ganz gut auch mal übernehmen. Ja, Hammer, vielen Dank. Wie gesagt, lasse ich mich natürlich nicht lumpen. Ja, aber wir haben hier halt nicht einfach nur ein Kalb, sondern wir haben hier ein besonderes Kalb und zwar ein Herford-Kalb. Also die Herford-Rasse ist natürlich total beliebt unter Fleischliebhabern, unter Züchtern, unter Fleischhändlern, weil es halt ja, eine besondere Fleischrasse ist. Ja, und dann würde ich sagen, dann legen wir auch schon los, oder? Ja, auf jeden Fall, ich freue mich. Ja, dann viel Spaß mit Session 4. Bevor es losgeht, natürlich erstmal wieder an die Sicherheit denken. Deshalb lege ich mir jetzt erstmal hier meine Schutzkleidung an. Kettenschürze habe ich hier drunter. Kettenhandschuhe noch an. So. Messer ist scharf. So, dann starten wir jetzt halt mit dem Vorderviertel. Also es ist hier schon ein bisschen auseinandergeschnitten. Den Bug nehme ich erstmal runter. Und übrig bleibt dann hier halt der Nacken. Und der Rippenkasten. Den werde ich jetzt erstmal absägen. Ich hole mal meine Säge. So, und dann geht's auch schon los. So. So. Und dann starte ich jetzt mal mit dem Nacken. Ja, also wichtig ist halt auch jetzt hier, dass wir natürlich erstmal die Rippen hier vorlösen, das Fleisch zwischendrin freischneiden und auch hier halt das magere Fleisch vom Knochen lösen. Und damit fange ich jetzt mal an. Alles klar. So, jetzt schneide ich hier schön die Rippen erstmal frei. Du hast das auf jeden Fall schon mal gemacht. Ja, doch, da waren schon so ein paar Nacken dabei gewesen. Ne? Ja, und ganz ehrlich, mir macht es auch Spaß halt. Ne? Ja, ich sehe schon, also ich zerlege ja auch regelmäßig selber unsere eigenen Tiere. Aber es ist ja immer noch ein Unterschied, ob das jetzt ein wirklich gelernter Metzger macht oder so wie ich, der gelernter Koch ist, der das natürlich auch irgendwo gelernt hat. Aber ja, in der Geschwindigkeit und in der Art und Weise, wie du das machst, da unterscheiden wir uns natürlich schon deutlich. Das sieht man jetzt schon direkt, dass du da wesentlich geübter bist. Ja gut, also wie gesagt, das ist ja auch meine Vita. Ich komme ja daher halt, ne? Und wie gesagt, learning by doing. Ne? Ja, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann geht's eigentlich. Ja, ne? Ja. So, dann geht's auch hier schon weiter. Jetzt schneide ich hier halt noch die sogenannten Federknochen vor. Ja, pariere hier direkt die letzten Knochensplitter und so weiter ab. Die wollen wir natürlich nicht haben. Ja, und jetzt sieht man halt hier immer schön die einzelnen Gelenke in den Knochen oder zwischen den Knochen vielmehr. Und die versuche ich jetzt halt zu treffen, um die Knochen hier einzeln herauszulösen. Das ist nicht ganz so einfach, ne? Weil hier viele Wirbel sind halt. Sag mal, beim Kalb ist es ja auch immer noch ein bisschen kleinteiliger. Ich meine, die Muskulatur und das, der Knochenaufbau ist ja gleich wie beim Rind, aber dadurch, dass die Wirbel kleiner sind, hast du ja wesentlich mehr Schnitte, die du am Ende des Tages ansetzen musst. Auf jeden Fall. Um am Ende des Tages das gleiche Ergebnis zu erzielen. Auf jeden Fall. Ne? Wobei ich sagen muss, dass ich das sehr interessant finde, dass du die Wirbel einzeln auslöst. Ich gehe halt immer hin und löse über den Kamm oder hier hinten über den Rippenbogen aus und klappt das Fleisch dann rum und löst dann so aus und schneidet dann das Fleisch zwischen den Rippenbögen so raus. Ja. Das ist so natürlich
super akkurat. Ja, also ich habe es auch so gelernt in meiner Lehre. Ne? Ich weiß, das machen nicht viele. Ne? Weil es halt auch ein bisschen anspruchsvoller ist. Ne? Also du ja, siehst ja jetzt halt hier, du musst ja wirklich ein paar Mal mit dem Messer abbiegen. Ne? Ja, und dann natürlich wirklich auch feinfühlig arbeiten, damit du den Knochen hier also weitestgehend sauber auch rausbekommst. Ja, ich meine, klar, die Natur gibt hier natürlich den Weg auch schon vor. Und man muss halt auch einmal wissen, klar, wo man lang muss. Ne? Und ja, so arbeiten wir uns dann jetzt hier halt Knochen für Knochen durch. Ja. Können wir hinterher was richtig Gutes machen. Ja, Torben, hör mal, du verwertest ja sicherlich auch das ganze Tier. Ne? Also du hast ja gerade schon erwähnt, klar, die Knochen kommen in eine Soße. Ne? Was benutzt du denn jetzt halt alles und wie benutzt du das vor allen Dingen bei dir hier im Restaurant? Also wenn wir das Kalb zum Schlachten geben, dann bekommen wir am selben Tag meistens noch warm die da rein zurück. Ah, cool. Sprich, am selben Tag geht dann erstmal die Leber mit auf die Karte. Das machen wir meistens Berliner Abend mit ein bisschen Zwiebeln, Äpfelchen und Kartoffelpüree. Das wird auch immer gut angenommen. Ja, cool. Da habe ich immer so ein paar Stammgäste, die dann regelmäßig zum Leberessen kommen. Da sage ich dann vorher Bescheid. Das Herz und die Zunge kochen wir auch. Das gibt es dann als Suppeneinlage oder als Empfehlung. Da gibt es auch Leute, die da sagen, ach, so eine schöne Kalbszunge mit Meerrettichsoße ist ähnliche Tafelschrift, ist ein super leckeres Essen, gibt es definitiv auch Liebhaber. Gut. Das Bries ist immer noch sehr schön. Das Bries ist ja die Wachstumsdrüse vom Kalb, die bildet sich nach 12 Monaten zurück. Also ein Rind hat dann diese Drüse nicht mehr. Ist ganz, ganz weiß, feines Fleisch, schmeckt wirklich sehr, sehr schön. Die legen wir in Milch ein, pochieren die und geben die dann auch als Empfehlung raus oder schneiden die in kleine Stücke, panieren die und frittieren die und geben die dann so als Gimmick oder Topping bei zum Beispiel einem Stück Kalbsrücken oder sowas mit auf den Teller. Kommt immer sehr gut an. Ja, cool. Ich meine, Kalbsbries ist natürlich schon seit eh und je der Klassiker, der Gourmet-Tipp schlechthin, ne, im Restaurant. Ne? Definitiv. Ja, aber ich meine, da fällt ja natürlich auch nicht viel an. Ne? Wie schwer ist dann so ein Kalbsbries? Also wir hatten jetzt bei dem Kalb, waren das zusammen, also quasi, ja, was soll ich sagen? Ja, bei dem Kalb waren das ungefähr 300 bis 400 Gramm, also das ist wirklich nicht viel. Also wirklich super exklusiv, super rar auch, also wirklich was Besonderes auch ja, für die Gäste, ne? Wo die sich dann auch freuen, genauso wie die Leberjungs, ne? Ja, finde ich gut. Das auf jeden Fall. So, ja, dann haben wir jetzt den Nacken ausgelöst, ja, und Torben, du lässt mir ja freie Hand heute hier, ja, und da würde ich sagen, da machen wir aber was anderes als den Klassiker, ich sag jetzt mal so hier den Nacken, klar, da kann man halt auch wunderschöne Steaks von runterschneiden, kann die grillen, ist hervorragend, ja, aber im Endeffekt landet er eigentlich auch, ja, in der Weiterverarbeitung mehr oder weniger, ne? Definitiv. Oder was machst du sonst damit? Je nachdem, was ich halt gerade brauche, schneide ich da auch schon mal Gulasch draus. Oder was auch immer gut angenommen wird, ist, wenn wir den im Ganzen bei Niedertemperatur garen und dann nochmal scharf angrillen. Das finden die Leute auch ganz gut, aber dann habe ich natürlich auf einmal 3-4 Kilo Fleisch, was ich an einem Abend verkaufen muss. Also da muss ich dann halt auch immer den richtigen Zeitpunkt finden, wo ich die dementsprechende Reservierungslage habe, dass ich den dann halt auch in den Ofen schieben kann. Also ganz schön schwierig, ne? Also man kann halt nicht immer dann verlangen, ne? Auch für euch mal da draußen, ist halt schwierig auch für einen Gastronomen, jetzt halt eine Karte zu schreiben, ja, und hier Tag für Tag immer stetig die gleichen Artikel zu haben. Aber genau das ist auch ein Punkt der Nachhaltigkeit, den der Torben hier wirklich auslebt halt, ja, also wirklich die Verwertung des ganzen Tieres, ja, ja, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt, kann man schon fast sagen, ne? Ja, spitze. Ja, man kann halt nicht immer alles da haben, man muss halt immer gucken, wenn man ganze Tiere verwertet, dass man alles an den Mann bringt und ja, gibt halt nicht nur Schnitzel und Steak, sondern halt auch Vorderviertel. Es gibt halt auch Innereien und das muss auch alles verarbeitet werden. Genau, also nicht nur immer Filet, sondern halt auch andere tolle Sachen. Ja, und wo wir dann halt dabei sind, andere tolle Sachen, dann fange ich jetzt hier mal mit dem Nacken an, weil wie gesagt, wir wollen jetzt keinen Gulasch davon schneiden oder den andersweitig irgendwie weiterverarbeiten, sondern ich hole jetzt hier mal ein paar Sidecuts raus, nämlich einmal die Chuck Roll, den Denver Cut und den Sierra Cut. Ich freue mich. Ja, ich fange jetzt mal an. Ihr seht jetzt, hier ist halt noch so eine dicke Sehne drin, die muss auf jeden Fall raus und die restlichen Knorpelreste müssen auch noch entfernt werden. Ja? Hier sieht man auch schon wieder, wie die Natur hier mitarbeitet. Ja? Einfach dem Fleischvlies hier folgen und dann wird die Sehne schon freigelegt.
das immer das Tier gibt einem vor, wie man es zu schneiden hat, weil man ja eigentlich die einzelnen Muskelpartien immer super ausarbeiten kann. Genau. Und gerade bei einem Kalb, finde ich, oder halt auch bei einem Spanferkel, bei den jüngeren Tieren, sieht man das immer noch viel besser als bei so einem alten Tier, wo dann eventuell auch schon Fettablagerungen zwischen den einzelnen Muskelpartien sind und man eh ein bisschen mehr arbeiten muss, weil die so stark miteinander verwachsen sind. Also ich finde immer so Spanferkel, Kalb, ist immer sehr gefällig. Also das zerlege ich immer gern. Auf jeden Fall. Das geht bei mir, also das sehe ich genauso, ne? Es ist schon leichter zu zerlegen auch, ja. Ne? Macht auch Spaß. Na gut, jetzt bist du der Profi. Ich meine, für dich spielt das nicht so die große Rolle. Ach doch schon, ja. Doch schon. Also auf jeden Fall. Also wenn man dann 5 Kälber macht, das ist schon leichter, ne, als, ja, als 5 Rinder halt. Ne? So, jetzt haben wir hier die dicke Sehne raus, wie ihr seht. Und da kann man jetzt eigentlich wirklich nicht mehr viel mitmachen. Die kann man sicherlich noch auskochen, ja, mit in der Jus geliert ein bisschen. Aber das ist eigentlich hier so der Klassiker für die Hundefreunde. Ne? Also... Da freuen sich die Vierbeiner wirklich drum. Lege ich mal hier an eine Seite. Ja, so ist der Nacken eigentlich fertig. Und jetzt fangen wir mal hier an, wirklich die Katz hier rauszuholen. Und wie der Torben gerade schon richtig gesagt hat, gibt die Natur ja hier wirklich schon wieder den Weg vor. Ich brauche jetzt eigentlich nichts weiter zu tun, als hier auch wieder nur dem Fleischvlies zu folgen. Ich schneide jetzt hier noch ein bisschen die Kette ab. Das werden wir uns gleich aussortieren. So. Das ist ja jetzt das Fleisch, was eben zwischen den Wirbeln gesessen hat. Also das, genau. Was ich sonst irgendwie hinterher aus dem Knochen rausschneiden würde, das gibt nachher ein super Burger-Patty oder Frikadellen oder ähnliches. Auf jeden Fall. So, und ich fange jetzt hier mal an, wirklich die Roll rauszuholen. Das sieht schon gut aus. Ja. Der Nacken ist ja auch irgendwie so total unterschätzt, ne? Wie ich gerade gesagt habe. Auf jeden Fall. Strauß oder mach's im Ganzen. Auf jeden Fall. Ich ja, wie gut ich den eigentlich auch in Einzelteile zerlegen kann. Ja. Also ist wirklich... Das sieht schon richtig gut aus. Also wirklich jetzt, ne? Ich sag mal so, ich pariere es direkt noch mal eben ein bisschen ab. Ihr kennt ja mein Motto, Fat is not bad. Also hier wirklich gar nicht ganz blank sortieren, ne? Umso mehr Geschmack habt ihr nachher da drin. Ne? So, ja, dann haben wir jetzt die Roll halt, rausgeschnitten und die kann man jetzt halt wunderschön aufportionieren. Wie gesagt, es ist eigentlich nichts weiter als der Übergang vom Entrecot zum Nacken hin. Ja, haben ja auch noch ein kleines Fettauge drin und ich portioniere jetzt hier einfach mal ein paar schöne Steaks auf. Ich habe das Teilstück schon mal vom Rind genommen. Mhm. Und dann schmeiße ich das mal im Ganzen in den Barbecue-Smoker und schmiere das dann zum Schluss eben mit so ein bisschen Barbecue-Soße ein. Wird richtig, richtig gut, aber ich war mir nicht im Plan darüber, dass ich das beim Kalb eigentlich genauso machen kann. Ja. Ich war das immer so, komm, Kalbsnacken, Gulasch oder im Ganzen braten und dann bist du fertig damit. Genau, also der hat im Endeffekt viel, viel mehr zu bieten, der Kalbsnacken. Ne? Und ich schneide jetzt nochmal eine runter. Kannst du natürlich auch hier super im Ganzen garen, ja, wie du gerade, Niedertemperatur. Genau, ist wirklich perfekt. Also ich sage jetzt mal auch, wenn du ein Buffet hast, eine Party, im Ganzen garen, schön aufschneiden vor den Gästen. Also wirklich eine tolle Sache. Ja, ich belasse das jetzt mal hier bei den 4 Steaks. Ne? Leg das mal an eine Seite. Schön. So. Und dann geht es auch weiter. Also das war es jetzt noch nicht gewesen, ne? Sondern der Nacken hat natürlich noch viel, viel mehr zu bieten. Ja? Und ich folge jetzt einfach hier auch dem Vlies. Und vielleicht könnt ihr es schon sehen hier halt. Also dieses Oval, was jetzt hier liegt, das ist jetzt der nächste Cut, den ich rausholen werde. Hast du eine Ahnung, was das sein könnte, Torben? Keine Ahnung. Das ist der sogenannte Sierra Cut. Okay. Ja? War mir eigentlich auch bis vor kurzem wirklich noch total unbekannt gewesen. Aber wirklich ein hervorragendes Stück Fleisch auch. Ja? So, und das hole ich jetzt mal hier raus. Also macht man eigentlich klassisch auch nur vom Rind, ja, und so auf den ersten Blick, ich denke mal, du als Fachmann siehst es ja auch schon, ähnelt es einem Flank, ne? Definitiv. Und Fleischfaser, mager, sieht echt gut aus. Das kommt dem auch gleich, ne? Also vor allen Dingen ist das auch ein Muskel, der, ich schneide den jetzt mal hier in der Mitte an. Also du siehst jetzt auch wirklich, der ist mager, ja, und auch von der Fleischstruktur ein bisschen gröber, ne? Und da denkt man jetzt erst, okay, da muss Marmorierung rein, ist Nacken, ist zäh oder sonst was. Mhm. Aber ich bin mir sicher, da wirst du gleich sehen,
was es hiermit auf sich hat, ist wirklich ein grandioser Cut. So. Sehr schön. Lege ich auch mal hier an eine Seite. Ja, dann haben wir jetzt nicht mehr viel übrig. Jetzt schneide ich hier auch mal noch ein bisschen Courant. So. Torben, dann kommt der letzte Cut. Mhm. Und das ist der sogenannte Denver Cut. Okay. Ja? Oder auch Teppanyaki Cut genannt. Ne? Das ist praktisch der dicke Muskel, der jetzt hier drunter sitzt. Ne? Mhm. Unter der Chuck Roll halt, hier siehst du es noch ein bisschen. Ne? Ja. Und ja, den werde ich jetzt auch noch freilegen und parieren. Und das ist halt auch wirklich ja, echt was ganz Besonderes. Ne? Weit ab vom Mainstream, also das hat hier auch kaum einer auf dem Schirm. Ne? Das wusste ich vorher auch noch nicht. Ja. Und ich sag mal, das sind so die interessanten Sachen, ne? Wie du vorhin schon gesagt hast, es muss jetzt wirklich nicht immer Filet sein oder Roastbeef, ja? Die Klassiker, die man hier so bei uns in den Breitengraden kennt, sondern so ein Tier, ja, hat natürlich, wie du schon sagst, viel, viel mehr zu bieten, ne? Viel, viel mehr Teilstücke als jetzt, ich sag mal, wenn man mal guckt bei so einer großen Kuh, die irgendwie ein Schlachtgewicht von fast 400 Kilo ja. hat, da sind gerade dann mal 2 Kilo Filet dran oder 4 Kilo, ne? Ja, wie willst du da alle Gäste glücklich machen, wenn die alle Filet essen möchten, ne? Ja, vor allem, also um das Filet sitzt ja halt auch mal ein ganzes Tier drumherum, das darf man halt nicht vergessen, ne? Genau, ne? Und das hat halt kaum einer auf dem Schirm irgendwie, ne? So, jetzt pariere ich hier wirklich nur noch ein bisschen die Sehnen weg. Schneide es noch ein bisschen hier Courant zurecht. Ja, und dann haben wir hier unseren Denver Cut. Den können wir jetzt halt auch schön im Ganzen garen, ja. Oder aber auch hier wirklich, für diejenigen, die es schon gesehen haben, bei meiner letzten Session habe ich hiervon ein Steak Sandwich gemacht. Also wirklich auch ein hervorragender Cut. Auch den kannst du wieder im Ganzen garen, ja. Oder hier halt auch Steaks runterschneiden, ne? Je nach Belieben. Definitiv. Ja. Ist ja ein bisschen marmorierter als der hier, aber von der Faserung hier ähnlich. Also das sieht auch sehr interessant aus. Ja. Also finde ich auch. Ich lege sie nochmal alle drei zusammen. Ja? Hier unseren Denver Cut, unseren Sierra Cut und auch unsere Chuck Roll. Sehr schön, das sieht gut aus. Ja, und ich denke, das ist jetzt auch wirklich mal was anderes. Ich sag mal, da kann man die Gäste mit begeistern. Da stehen mal ein paar neue Namen auf der Speisekarte drauf. Ja. Und